Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir sehen können, habe ich mich jetzt doch noch entschieden und probiere es weiterhin. Ich wollte ja eigentlich hier weiterfahren hier, aber ich vergesse in diesem Video hier einen Dingsauftrag fahren, hier das Metro Car. Aber ich habe mich jetzt doch entschieden, wir stehen immer noch in Lincoln. Ich will endlich diesen Abladeort haben. Auch wenn ich wahrscheinlich dafür noch ein paar Fahrten wahrscheinlich brauche. Ja, also so bekommen wir es auf alle Fälle nicht hin. Wenn wir wieder nur fucking Omaha haben und wir können nicht Flavors Fair nehmen, weil Flavors Fair funktioniert ja scheinbar nicht. Deswegen müssten wir es ja dann, wenn in Omaha, dann bei der Farmers Bahn probieren. Gut, da das Aktualisieren jetzt auch nichts bringen würde, entscheide ich mich jetzt nochmal um. Und wir fangen jetzt doch ein Railway Car. Ich weiß gar nicht, ob der Transporthelikopter ein neues. Ich glaube nicht. Alter, dieses wieder zurückscrollen. Wahrscheinlich ist das denn ja auch. Das ist dann auch aus dem Metro, geht auch von Stockton. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal in Nebraska, weil es halt von Nebraska ist. Und fahren dann jetzt einfach ein Metro Rail Car. Was 77.000 Pfund schwer ist. Fahren wir das dann von, da haben wir es, von Lincoln, wo wir auch schon sind, das passt dann ja auch, nach North Platte und werden danach dann wieder von einem Kollegen wird zurückgefahren oder wir nehmen Uber. 226 Meilen, 4 Stunden 45 Fahrzeit, nehmen wir mal den Auftrag an. Ich hab bei sonst immer Musik. Ich glaube, ich kann nicht auf Weise was für ein Fahrzeug fahren. Dann werdet ihr hier wahrscheinlich auch die Musik, die ich selber jetzt mir eingeblendet habe, gehört haben. Ja, du beabsichtigst, einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen und Route Advisor. Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um den Fortschritt zu speichern. Ja, deinen Fortschritt. Ich habe auch schon echt lange keinen Spezialauftrag mehr gefahren. Wie gesagt, ich glaube, es ist bestimmt mittlerweile 4 Jahre her oder so. Na, nie. Vielleicht doch eher 3 Jahre. Ich habe eine ganze Spezialtransportwoche gemacht in der Staffel. Das richtet besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes. Vermeide jeglich denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fahrracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Da kann uns ja jetzt sogar noch die adaptive Geschwindigkeitsregulierung unterstützen bei. Achte auf überholenden Verkehr, Spurwechselmanöver, erst das hintere Begleitfahrzeug, dann das vordere und dann wir. Befolgt diese Regel nicht, könnte der Spezialauftrag scheitern, aber das Gute ist, achte auf überholenden Verkehr, klar müssen wir darauf achten, aber wir haben ja, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, in der Vorbeifahrt haben wir keine Überbreite. Ja, lass mich doch noch nicht mal losfahren hier, so, ne, ja, das sieht ja schon echt nice aus, die Fracht, gefällt mir. Hab ich keinen Ton? Okay, ich habe Ton. Das ist alles so fucking ruhig hier. Ah, okay, wir haben hier ein modernes Metro-Car. Genau, natürlich, dann machen wir mal an. Haben wir vorne keinen, haben wir hinten keinen, das ist ja super. Wieso haben wir denn keine Rundumleuchte? Das ist ja auch wieder spaßig. Drive safe. Den wollen wir mal. Soll ich jetzt einfach vorfahren? Muss ja eigentlich vorfahren, ich bin verwirrt. Oder haben wir... Hä? Turn left.
ich mal an, würde halt einfach mal den Cops hinterher fahren. Und die Sitzposition ist natürlich anders als in unserem eigenen Truck, was halt natürlich gerade super ist. Wir sind jetzt ja auch wahrscheinlich gerade hier bei einer von den Fabriken, ne? Hier waren wir hier schließlich auch noch nicht gewesen. Das ist aber auch cool hier. Bei Outrider. Großes Terminal. Großes Warehouse. Hier die anderen Züge noch. Also die anderen. Wo sind wir denn hier gerade? Den Lincoln? Da kommt man ja auch mal gucken. Ah, bei Outrider hier oben sind wir. Okay. Sind wir quasi da, wo wir auch geschadet haben, mehr oder weniger. Haben wir? Okay, wir haben sogar Lenkachse hinten. Okay, Tatsache. Mir war doch so, es wirkte zumindest so. Also es ist interessant, dass wir hinter Cops hinterherfahren und hinter uns, also quasi unser vorderes Begleitfahrzeug quasi Polizei ist und hinten ist dann ein Begleitfahrzeug. Also ein Spezialtransportbegleitfahrzeug. Ich habe es eher damit gerechnet, dass es so ist wie sonst eigentlich auch, aber okay. Ich meine, teilweise ist es in Amerika sowieso so, dass Leute, die irgendwie Spezialtransporte fahren, dass die entweder eins oder zwei Begleitfahrzeuge haben. Und wenn man sie halt nur eins haben, dann ist es halt entweder hinten oder vorne das Begleitfahrzeug. Aber da kommt es ja wiederum auch auf die Permits drauf an und auf den Bundesstaat. Das ist ja von Staat zu Staat unterschiedlich. Oh, jetzt wollte ich gerade wieder weiter trinken. Oh, jetzt ist die Flasche natürlich offen. Jetzt muss ich aufpassen. Nichts umkippen und schön hier abbiegen. Können wir jetzt auch wieder so ein bisschen hoch zu beschleunigen. Ach, das ist schon wieder schön, mal wieder Spezialtransport zu fahren. Ich erinnere mich, man durfte ja dann... Okay, er fährt mit 30 weiter, alles klar. Ich dachte, ich dürfte jetzt 40 fahren, aber... Scheinbar gondeln wir jetzt die mit... Also dafür, dass wir ein Minimum von 40 fahren sollen, fahren wir ganz schön langsam. Aber ich muss schon sagen, da ist echt hier die adaptive Geschwindigkeitsregulierung echt eine große Hilfe. Oder fahren wir nur... Nee. Das andere Begleitfahrzeug ist hinter uns. Also daran kann es nicht liegen. Na gut. Dann fahren wir jetzt 210 Meilen mit 30 Miles per Hour. Ich dachte, ja gut, das sind nur 200 Meilen, die Fahrt. Dann wird es ja ein vergleichbar ähnlich kurzes Video, wie jetzt, wenn ich jetzt mit einem eigenen Schweller gefahren bin. Aber gut, dann wird es jetzt auch wieder ein bisschen längeres Video. Wir fahren nur mit 28 Meilen pro Stunde umher. Ich muss gerade mal gucken. Moment.
Hätte man vielleicht vorher nachgucken sollen, aber ich glaube um 18 Uhr dürfte das sein. Wie ist denn aktuell die... Universal Time. Okay, jetzt geht es schon noch langsamer. Eieieiei. Wo fahren wir jetzt hoch auf 40? Jetzt fahren wir hoch auf 40, okay. Oder auch nicht. Zu früh gefreut. Speichern verlassen. Okay, ja gut. Stimmt, ja. Ich lag richtig, wir sind zwei Minuten vor allem. Zwei Stunden über der Coordinated Universal Time. Spricht der UTC. Denn um 18 Uhr kommt Neverwinter raus. Das neue Modul. Beziehungsweise das kommt mit dem wird wahrscheinlich schon ja, ab 15 Uhr aufgespielt, ist halt von 15 bis 18 Uhr ist halt, sind die Server down. Dann, ihr habt dann auch wieder, muss ich versuchen, bis dann, da oben, schön Flugzeug mit Kondensstreifen. Aber ich glaube, es ist mir schon aufgefallen, als die 1,50 rausgekommen ist, ne? Aber dass dann nicht nur Sterne sind, sondern auch Flugzeuge, die Kondensstreifen unter sich herziehen. Auf jeden Fall gleich erstmal das Video hier dann direkt schon bearbeiten und rendern und mich wahrscheinlich danach im besten Fall, weil da habe ich gerade gemacht, naja, im besten Fall dann schon mal anfangen ans, wobei ich muss noch mal gucken. Vielleicht bearbeite ich es auch nur und rendere es und unter währenddessen es rendert, dass ich dann wir halten den Verkehr halt auch extrem auf, ne, weil wir halt so langsam fahren und die halt uns nur nicht mit mehr als, ich weiß nicht, 5 oder 10 Miles per Hour überholen dürfen. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie die Regularien jetzt fahren und ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt gerade Amerika war oder USA, was ich gerade so im Kopf habe. Deswegen ist es halt auch hier so. Wo war ich eigentlich genau, dass ich hier quasi die Zeit dann nutze und vielleicht nochmal einkaufen gehe und dass ich danach mich dann wieder ins Sonntagvideo setze, damit das auch am Sonntag rauskommt. Ich guck mal gerade nach, weil ich selber noch nicht nachgeguckt habe, wie viele Clips das jetzt diesmal sind. Gar nicht mal so viel mehr, als ich dachte. Ich dachte, das wären jetzt im Vergleich zu Port City deutlich mehr bei Train Station 2. Aber es sind, ich weiß gar nicht, es sind, glaube ich, nur 13 Clips mehr. Also weil ich da wahrscheinlich auch jetzt, ja, wenn ich mich dann ransetze und dann, ja gut, das ist halt die Frage, ne? Wir haben jetzt gerade 14 Uhr. Vielleicht soll ich das mal fragen, dann kann ich zumindest schon mal einkaufen. Kann ich das einen Rutsch machen? Jetzt beschleunigen wir wieder mal kurz. Und er wird wieder abgebremst vom vorderen Fahrzeug. Oder? Ja.
Genau, 14 Uhr, dann ist das, boah. Wie viel Zeit habe ich denn dann bis 18 Uhr? Hoppala. Also rechnen wir jetzt einfach mal ganz. Ja. Wie weit sind wir noch? Wir waren bei 160, jetzt sind wir bei 140. Boah, ich denke mal, ich werde heute ungefähr die Hälfte schaffen, wahrscheinlich. Zu bearbeiten. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Wenn ich die Hälfte schaffe. Und dann würde ich jetzt nicht wieder eine Sache vergesse zu vertonen, werde ich mir am besten gleich schon mal direkt noch ein Dokument erstellen. Oh, jetzt soll ich nun mal nichts trinken, wir haben eine Kurve. dass ich das alles schon mal direkt in den Dock reinpacke. Mal wieder ein schön hier so ganz gemütlich entlang zu schleichen. Boah, mir fällt gerade auf, wobei, wie viel? Das sind 9 Tage. Es wird dann nicht dieses Wochenende sein, das Wochenende darauf am S Ah, da waren das 9 Tage gestern oder war das vorher? Habe ich gestern drauf geachtet? Weil es kommt jetzt halt auch eine neue Logbox raus. Also für euch, für mich heute, für euch gestern. Sprich, da wird das dann ja auch bald wieder. Aber das trifft dich vielleicht ganz gut. Ja, da, wo ich gerade reingebullert habe, greift er natürlich, ne? Weil dieses Wochenende auf dieses Wochenende, nächstes Wochenende, wäre dann quasi so eine Art Mini-Event. Mini-Story-Event gab es nochmal in Train Station 2. Für den nächsten großen. Vielleicht kann ich das Ding ja so einbauen, dass ich dann. Ah, oder vielleicht machen wir auch am Freitag dann das Opening. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Anstatt am Sonntag. Einfach um so ein bisschen um ein bisschen den Zeitaspekt noch mitzunehmen, dass ich das ein bisschen früher draußen habe. Ach ja. Auf alle Fälle wieder so ein krasser, also was heißt, ja gut, was heißt ein krasser Kontrast, so, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie lange ich hier aufnehme, weil ich hier auf Uhr geschaut habe und so, ne? Und ich halt nur den einen Monitor hier angeschlossen habe. Oder anschließen kann ans Mainboard. Aber wenn man bedenkt, wir fahren jetzt nur 200 Meilen, also so roundabout 450 Kilometer oder so. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ungefähr, ja, weiß ich nicht. Wir sind in der ETS2 das 2,5-fache gefahren. Und fahren hier ähnlich lange. Einfach weil wir nur mit
so um die 50, 55 Kilometer pro Stunde fahren. Okay. Ja, 50 ungefähr. 48 sind es eher. Oder eigentlich sogar weniger. Wir fahren ja eigentlich fast nur 28, also wir fahren eigentlich nur 45 Kilometer pro Stunde. Ja gut, und das andere waren die eher, waren nicht 450 Kilometer, sondern eher 355. Also eigentlich sogar nur ein Viertel von dem, was wir in ET2 gefahren sind. Also roundabout ein Viertel, ne? Also wenn wir ganz, ganz nett sind. Waren ja 1100 irgendwas. 62 oder sowas. Durchschnitt 8, ah, wobei, das war gerade fahren, glaube ich, ne? Ja. Oder nee, also fahren wir einen Durchschnitt 28 Miles per Hour. 5,8 Miles per Gallon verbrauchen wir. Fahren wir nochmal kurz schneller. Auch wieder nur so ein kurzer Abschnitt, ne? Und dann. Dann war es das. Der will uns immer so ein bisschen teasern und dann kommen wir wahrscheinlich wieder. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir so langsam fahren oder wäre es einfach so ein. Einfach nur so ein blind wild guess, weil so viel Verkehr ist. Und wenn wir jetzt irgendwie die 40 fahren, ist das Risiko ein bisschen größer und das ist einfach so zur Risikoverminderung. I don't know. Wobei jetzt fahren wir sogar 29 Miles per Hour, gar nicht 28. Ist ja nett. Da sind wir ja 2 Sekunden früher da. Oder so. Wenn wir jetzt 14 Uhr haben und ich gleich jetzt danach einkaufe. Ja, stimmt, ich wollte ja bearbeiten und dann einkaufen. Wenn ich das so mache, aber dann kann ich schnell machen, wenn ich es direkt nachmache. Besser mal, wenn ich erst einkaufe und dann kann ich danach, wenn ich dann wieder hier bin, dann ist es nämlich bestimmt 15 Uhr. Und dann kann ich kurz nochmal Glas in den Glascontainer werfen. Also kann ich prinzipiell auch jetzt schon machen. Aber lieber um 15 Uhr. Wie weit auf der Waage müssen wir auch nicht, ne? Wir müssen einfach hinterher fahren. Okay, ja, geht's wieder über den Platte River. Sehr schön. Wie hier mit dem schönen langen Ding. Also, der ist ja jetzt rausgewogen, wenn ich fahre einfach hinterher. Ja, gut, ist wahrscheinlich auch deaktiviert für uns. Also, vom Spiel her jetzt. Und nicht irgendwie für. Ah, so, ja, perfekt, sogar komplett gesperrt für uns. Ja, gut, das ist komplett gesperrt. Sach.
Doch. Unfall. Super. Das kannst du gar nicht mehr erzählen. Da geraten wir doch tatsächlich mit dem Spezialtransport in einen Unfall. Was machen die da? Hier passieren Dinge. Also wenn ihr wollt, dass ich noch ein paar mehr von den Spezialtransporten fahre, auch welche, die jetzt beispielsweise nicht vom vom Nebraska DLC oder mit dem Nebraska DLC implementiert wurden, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich da auch ein bisschen mehr noch von fahren, hier auch auf diesem Profil. Ich glaube in ATS habe ich glaube ich echt nur, wenn überhaupt. Nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube gar keine Fahrt gemacht mit Spezialtransportfrachten. Wo liefern wir überhaupt hin? Hat uns nicht zu interessieren, ich verstehe. Aber mich interessiert es dennoch. Zu American Lines. Okay. War das nicht ein... Ich lebe hier immer aus dem Fenster, aber also ich habe das immer als, wobei kann natürlich auch sein, dass jetzt immer mit dem Flugzeug wegtransportiert wird, ne? Ich habe es zumindest als, Airline interpretiert vom Namen her. Werden wir aber hier gleich sehen, was es wirklich ist. Und dann dürfen wir auch gleich abbiegen. Oh, hier haben wir noch schon einen schönen kleinen Kanal. Ja, scheinbar auch mal geflattert, also. Scheinbar nicht ganz so gut abfließt manchmal. Oh, jetzt werden wir nochmal ganz wild am Ende. Wir sind fast 40 gefahren. Okay. Ja, ich fahre einfach bis über den Platte River. Ist halt auch schon wieder hier nice. Go straight.
Ja, ist ja gut, mache ich ja. Go straight. Ich wollte es noch nicht so extrem Harakiri machen. Stay left, then turn. Nein, geht's jetzt zu American Lines. Wahrscheinlich ein bisschen mehr ausholen sollen, aber haben wir hinten eine Lenkachse, ne? Von da passt das ja. Turn left. Nice. Oh, sogar Feuerwache. Auch wieder schön mit hier den ganzen Backsteinpflaster. Jetzt bei einer Kopfsteinpflaster gesagt. Noch die Durchschnittsgeschwindigkeit hier in der Höhe. Ah, okay, nevermind, wir sind runter auf 27. Ja, okay, passt. Sieht mal doch stark nach Flughafen aus. Dann wird es wahrscheinlich, wir haben es ja gerade eben auch gesehen, dass irgendwie in San Francisco oder so, geht es wahrscheinlich eher in die Richtung oder so. Oder wo auch immer. Das Metrofahrzeug gebracht wird. Der U-Bahn-Wagen, so heißt das Ding auf Deutsch. Na, oder nee? Nee? Never mind. American Lines ist dann scheinbar das Äquivalent zu, keine Ahnung. I don't know. Mir ist der Name gerade gefallen. Turn right. This is where it ends. Wo auch immer für die das Fahrzeug hier benötigen. Gucken wir mal kurz nach, wie jetzt so die Fahrt war. Jawohl, 27 Meilen, 5,7 Gallonen. Dann. Schalten wir den Motor ab und laden die Fracht ab. Ausgezeichnet, Spezialtransport erledigt, Gefahrenstrecke 226 Meilen, Dauer 8 Stunden 28 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 33,3 Gallonen, 17.900 Dollar gab es dafür und 1088 Erfahrungspunkte.
Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom American Truck Simulator oder vom Euro Truck Simulator 2. Und beim nächsten Mal versuchen wir dann wieder einen Ausdruck zu bekommen, der jetzt entweder nicht in Omaha bei den Flavors Fair ist, sondern halt Omaha bei der Farmers Bahn. Aber im allerbesten Fall halt woanders. Und wo es halt beispielsweise auch jetzt nicht irgendwie das Vieh-Auktionshaus ist. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.